Jawohl, hallo Leute und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time Hard Mode Challenge. Wir sind gerade im Boss gegen diese beiden Killer-Omas hier. Und ja, das sah gerade sehr übel aus, weil die eine hinter mir war und von da aus den Strahl auf mich gerichtet hat. Wow. Wird das was? Oh, scheiße. Der ging ja voll daneben. Ich wüsste mal gern, ab welchen... Ich glaube, jetzt hat sie schon festgelegt, wohin sie den zaubert. Okay. Naja. Aber das hat leider auch nicht funktioniert. Ja, also wenn dieser... Ja, ich glaube, jetzt hat sie schon festgelegt, dass sie genau auf mich den jetzt drauf macht. Genau. Jawohl, hat funktioniert. Okay. Ja, weil da muss man immer ein bisschen drauf achten. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Okay, Koom. Kotakis und Koom sexy Thermohexi. Was? Ja, da würde ich aber auch große Augen machen. Die sieht ja auf einmal voll jung aus. Die Killer-Oma, die vereinigten und attraktiv verjüngte Kotake und Koom, wirft die Magie auf sie zurück. Genau. Hier funktioniert das jetzt auch nach einem anderen Prinzip. Jetzt lädt sich nämlich unser Schild auf. Das ist jetzt eine Mischung aus Feuer und Eis. Und wir müssen natürlich immer die Feuersachen aufsaugen. Würden wir jetzt Eis aufsaugen, weiß ich gar nicht genau, was jetzt passieren würde. Auf jeden Fall nichts Gutes. So, jetzt müssen wir halten, denn jetzt wird sie getroffen. Und jetzt können wir draufhauen. Ja, aber den Trick mache ich jetzt nicht. Ich könnte sie nämlich in einer Runde töten, indem ich, ja, diese Technik hier mache, zack, und dann halt dieses Stechen. Damit würde ich sie in einer Runde jetzt töten können. Ja, super, und mein Knopf hat nicht funktioniert. Ich habe ihn gedrückt, aber er hebt den Scheißschild nicht. Mann, ey. Das ist wirklich eine sehr, sehr üble Sache. Ja, das Thema ist jetzt, der Kampf ist jetzt immer an der Stelle abgespeichert, wo wir den letzten Part haben. Also wird er jetzt immer nicht ganz genau vom Anfang anfangen, aber ich glaube, das sollte ja jetzt nicht allzu schwer sein, zu schlimm sein. Sprich, wir haben die erste Phase ja geschafft, auch im letzten Part. Ich glaube, das hättet ihr jetzt nicht immer wieder sehen wollt. So, jetzt kommt wieder die sexy Thermohexi. Okay. Aber nee, ich habe den Knopf wirklich gedrückt, aber der hebt den Schild nicht. Mann, ey, das ist richtig kacke. Ich weiß nicht, was mit dem Knopf los ist. So, jetzt habe ich ihn aber. Jetzt funktioniert es ja auch. Aber wenn sie uns halt einmal trifft, merkt ihr, sind wir down. Das ist echt komisch. Okay, jetzt funktioniert es ja. Jetzt halte ich ihn dann so. Wenn ich sehe, er hebt ihn, dann versuche ich ihn jetzt so zu halten. Ich glaube, jetzt habe ich einen gewissen Punkt am Controller, wo das der hier übergeht in den Emulator. Weiß ja nicht, das liegt ja jetzt nicht direkt am Controller, aber irgendwie ist da halt so ein Fehler, das, ne? Der das nicht richtig übernimmt. So. Okay, ich würde sagen, da haben wir sie ganz gut getroffen. Ja, und nach einem anderen Prinzip geht der Boss gar nicht. Also halt gar nicht schwer. So, jetzt ist diesmal Eis dran. Sieht das Schild auch ganz cool aus. Ja, und der lädt sich halt so auf diese Weise immer auf und wir müssen damit dreimal was abwehren. So. Gerade der wichtigste Knopf in diesem Kampf hier laggt dann, ne? So, jetzt geht aber alles. Da bin ich noch beruhigt. Und wir haben auch Glück, dass sie immer wieder dann, wenn sie erstmal bei einer beim Zauber bleibt, dass sie den dreimal auch hintereinander macht. Zack! Okay, bam. Bam. Ich mach das jetzt so, weil anvisieren brauchen wir nicht. Weil wir treffen sie sowieso nur einmal. Und dann schreckt sie zurück. Und in der Zeit ist sie sowieso unverwundbar. So. Okay, sie hat sich wieder für Eis entschieden. Ich nehme immer den ersten Zauber. Aber jetzt, wenn ihr euch fragt, worin liegt denn, besteht denn die Schwierigkeit? Wenn sie es jetzt nämlich so wie jetzt einen Feuerzauber macht, breitet er sich ganz schön weit aus. Und der macht ganz schön gut Schaden. Also habt ihr ja gesehen, der one-hittet uns. Da müssen wir echt aufpassen. Den müssen wir nämlich immer ausweichen und wir müssen immer jetzt bisher nur die Eiszauber abfangen. Ist eigentlich egal, welchen Zauber man da nimmt. Hauptsache, man bleibt bei einem. Oh nein, habt ihr das gesehen?
wie das wieder geleckt hatte einmal. So, jetzt aber. Und zack. Oh, das war aber nochmal ein richtig harter Angriff, ey. Tja, den hat sie nicht überlebt. Die Kulla-Oma ist Geschichte. Damit haben wir gleich zwei Hexen auf einmal besiegt. Und da sind sie auch beide. Und jetzt kommt nochmal eine ganz witzige Sequenz. Verhext und zugenäht. So ein widerlicher Spalk. Was? Hey, Kuhm, was schwebt da über deinem Kopf? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Tja, ihr seid beide down. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Zwillinge, mach dich nicht jünger als du bist. Du bist ja völlig senil. Wen nennst du hier senil? Behandelt man so seine Schwester? Wir sind Zwillinge, wie kannst du da älter sein? Ih, du herzliches Miststück. Du undankbares Weib. Du bist herzlos. Und du bist eklig. Ich mach dich fertig. Ja, sagen sie das jetzt zu sich gegenseitig oder zu uns? Naja, auf jeden Fall ist da hinten der schöne Herzcontainer, den wir natürlich nicht brauchen. Okay, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es geschafft, alle Tempel hinter uns zu bringen. Alle Bosse haben wir in der Hard Mode Challenge erledigt. Es fehlt nur noch der finale Kampf. Und natürlich auch nochmal der, ja, etwas längere Weg zum finalen Kampf natürlich hin, ne? Aber jetzt werden wir erstmal rausfinden, wer denn der nächste Weise ist. Und es ist Naboru selbst. Tja, wer hätte das gedacht? Immer die wichtigste Person, die wir in der nächsten Gegend finden, ist der nächste Weise. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Ha, dankeschön. Auweia, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner... nein... Link, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Das ist aber ein langer Titel. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Oh, geil. Und damit haben wir nun alle Amulette. Jawohl. Das ist wohl das Amulett der Geister. Wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich richtig entsinne jetzt. Das Amulett der Geister. Naboru gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Och, danke schön. So viel Lob auf einmal, das verkaufte ich gar nicht. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Oh. Das geht doch jetzt nicht hier etwa in eine falsche Richtung. So, und das genau kommt jetzt, wenn man alle Tempel fertig hat. Link, der Auserwählte, endlich! Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch solltest du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Ist es etwa Zelda? Wir werden endlich wieder auf Zelda treffen. Ach ja. Und ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern, wie der Song ging. Nein. Kann ich doch nicht. Schade. Wäre auch zu gut gewesen. Ach so. Oh, dann habe ich es ja richtig falsch gehabt. Nee, da habe ich mich gerade verdrückt. Genau. Ich hatte nämlich irgendwie den unteren Knopf anstatt den linken abbekommen. Naja, egal. So, zur Zitadelle der Zeit natürlich. Schön, wenn man sich überall hinporten kann.
Ich habe auf dich gewartet, Link. Hä? Okay, wir treffen also auf Sheik und nicht auf Zelda, alles klar. Link, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shika über das Triforce erzählen. Okay. Mach ich. Ich gebe dir meine Ohren, damit ich auch wirklich genau zuhöre. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Aha. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Also kommt es auf die Person drauf an. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte: Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Oh, das klingt doch schon mal super. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Aha. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Aber das, den ersten Teil, das hatte ich irgendwie auch so ein bisschen verdrängt. Also ist ganz gut, dass ich da mein Wissen nochmal auffrischen konnte. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Also hat Ganondorf ein Triforce-Segment da an sich genommen, ein Teil. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Okay, wie kann man denn da bitte einen Drang haben? Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Geil. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Etwa Sheik? Nein, Sheik war die ganze Zeit Zelda. Wer hätte das gedacht? Und Zelda ist ebenso eine Auserwählte des Triforce. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ja, das ist genau die Stelle gewesen, wo wir die Ocarina der Zeit bekommen haben. Genau jene Szene, die wir hier sehen. Genau, und da waren wir als kleiner Stöpsel. Und Zelda hatte dort ihre Ocarina geworfen. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Oh, da hat sie aber schon ein Großes in uns gesehen.
Schön. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siege schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefe der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich beschützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Boah, geil, wir bekommen jetzt nur hier wahrhaftig nochmal ein weiteres Item. Genau das Item, was man in vielen Zelda-Teilen, immer am Ende bekommt und auch Zelda zugeschrieben ist. Twilight Princess zum Beispiel benutzt sie die Lichtpfeile. Weiß jetzt gar nicht. Majora's Mask bekommt man die zwar auch, aber bekommt man auch so eigentlich als Item. Aber ich glaube, das ist oft so. Auch im Minish Cap und so in anderen Teilen bekommt man dann immer die Lichtpfeile am Ende dann von Zelda übergeben. Die Lichtpfeile. Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Geil. Naja, also Minish Cap war ich mir jetzt auch nicht genau sicher, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall in mehreren Zeldas so. Auch wenn ich jetzt gerade blöd kein Beispiel dafür finde. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Oh nein, sie wird in einen Kristall gefangen. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Ach du großer Mist. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Ja, genau, aber diesen Fehler hast du begangen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Genau das, was Zelda eben vorhin erzählt hat. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Ja, fiese Lache, aber eins verstehe ich daran nicht. Ist es doch eigentlich nur in seinem Interesse, dass wir dahin gehen, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt falsch? Weil wir haben doch einen Triforce und damit schließt sich doch der Kreis. Aber wenn ich jetzt hier theoretisch einfach stehen bleiben würde, ne? Dann würde sich ja der Kreis nicht schließen und er könnte auch seinen Plan nicht vollführen. Naja, egal. Kann man sich jetzt wohl nicht so erklären. Natürlich ist Link so gut, dass er da hinterher stratzt und ohne Wenn und Aber Zelda retten will. Ist ja auch logisch. Na gut, alles klar. In diesem Part war dann nur am Anfang ein bisschen Action und jetzt viel nochmal erzählt.
Ja, war auf jeden Fall nochmal ganz interessant und im nächsten Part gehen wir dann zu Ganondorfs Schloss und da beginnen wir dann mit dem allerletzten Tempel. Alles klar, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und schaltet dann auch wieder ein. Ich hoffe, dieser Part hier hat euch gefallen und falls ja, könnt ihr ihn ja positiv bewerten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao!